Cole Tower mit Piggy Pixen und wir haben Blood One mit dabei, Starstruck, dann noch Bitter Murmur, ein bisschen Informationer und Retri. Okay, das sind jetzt nicht gerade die krassesten Synergy-Perks, aber allesamt sind das auf jeden Fall Perks, die Value beinhalten können. Und dann crouche ich mich mal langsam, aber sicher dahin. Ja, das ist leider gerafft, schade. Aber das schaffst du normalerweise nicht, würde ich behaupten, wenn ich nicht komplett daneben liegen würde. Okay. Ich bin generell leider kein großer Fan von dem Ganzen hier. Ja, das ist halt noch immer das Problem an der Power von Piggy Pixen. Und zwar kann man einfach sich verpissen, you know? Einfach mal lieben ein bisschen. 07, schöner Name. Okay. Bruder, jetzt hör mal auf mit der Schäse hier. Reicht doch auch mal. Okay. Weiter rein hier. Ungeil. Aber das ist auf jeden Fall schon geiler. Okay. Hast du vielleicht vor the people oder? Warum wolltest du da jetzt kommen? Und dachtest du, er liegt in der Pellet? Weil das tut er jetzt erst. So langsam umgedreht, auch so voll enttäuscht. Ich bin auch wirklich enttäuscht, ne? Also, Homie, das sind the Greeds. Die akzeptieren wir ja eigentlich nicht. Okay, wie viel Value bekommen wir aus dem einen Down? Auf jeden Fall zu viel. Auf jeden Fall zu viel. Der andere wird zwar wahrscheinlich wieder gepickt, aber ich habe trotzdem gute Value rausbekommen. Und wir haben jetzt noch immer auch drei Survivor mit Bear Trabby Trapsons. Was natürlich auch relativ nice ist. Okay. Hallo. Was geht? Okay, rauf mit dir. Okay, I see. Da wurde ein Boon gefertigt. Dann gehen wir direkt mal Richtung Unhook wieder. Okay, da drüben ist ein Generator schon minimal geprogressed. Aber nichts allzu krasses. Ja, bis wir einen Survivor finden, einfach mal kurz Chain-Kick Simulator. Was soll ich machen? Was soll ich machen? It is what it is. Just enjoy the life. Okay. Sind wahrscheinlich direkt da weggelaufen. Okay. Sehr unkluge Entscheidung. Vor allem, weil hier raus wollten wird. Schade. Das wäre auch ein bisschen zu funny gewesen für meinen Geschmack. Okay. Und das hitten wir zu 100%. Da müsste viel schief gehen. Und dann geht's direkt weiter rein. Mit einem Loop, den wir auch auf jeden Fall gut bestreiten können. Oh. Ich versuch's ja wirklich mit ihrer Power, aber... Oh. Habe ich nichts dagegen. Ein Fake kann man halt rocken. Mehr ist das aber gefühlt auch nicht im Leben hier als Pick.
Mit Bloodlust schaffst du das nicht, außer du hast noch Dead Heart. In die Palette kommst du auch nicht rein. Egal wie greedy ihr seid. Und das war zu früh, Freunde. Das war straight up zu früh. Und da ist er wütend auf sein Mate. Da bekommen wir dann noch, oh shit, die Value ab. Die sogenannte Value. Sehr stark, das nicht zu droppen. Nicht stark genug, aber wie du sehen kannst, die Starstruck Value ist natürlich hier. Na, da drüben kommt der Anhook nicht durch. Hinter mir macht gerade noch der Dwight seine, okay, cool, seine Maske weg. Schafft das sogar ganz. Dann geht's direkt weiter hier mit einem Chase. Und zwar gegen, wer ist, hallo? Homie, ich möchte dich eigentlich nicht tunneln, aber manchmal fühle ich mich schon genötigt. Also wo? Okay, dann gehen wir auf ihn. Ja, komm. Dann gehen wir auf ihn, dann tunneln wir eben den hier raus, der noch nicht der Fuck ist. Glaube ich jedenfalls, oder? Ja, nee. Definitiv. Oh. Homie, not even fucking close. Ich könnte theoretisch Starstruck reapplyen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Play gewesen wäre. Vor allem, weil es eh reapplyt, dass ich voll Idiot. Ich bin einfach nur ein bisschen dumm. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm very, very sorry. Reapplyen wäre natürlich gewesen, wenn's cooldown technisch, you know. Komplett noch nicht nur eingefangen hätte. Und warum killst du dich? Warum killst du dich? Ich habe extra deine Mate verschont, damit er weiterleben kann. Und dann killst du dich. Dann killst du dich. Bruder. Und ich dachte, ich wäre lost, weil ich gerade Starstruck missplayed habe fast. Beziehungsweise generell dumm bin einfach. Genau das war der Plan tatsächlich auch. Let's go. Let's fucking go. Der Gamer. Und jetzt geben sie alle auf. Oh Gott. Oh Gott. Wir brauchen Sentiam. Warte mal, das ist dein erster Hook? Ich passe schon wieder viel zu wenig auf, oder? Aber es ist halt auch ein Fun-Modus. Auch wenn ich schon ein bisschen reinsporte, muss man schon sagen. Ich versuche halt, die Value zu bekommen. Die Value. Und da ist ein Boon gekommen von dir. Deshalb erwarte ich, dass du Richtung Shack bist. Könnte natürlich Iron Will sein. Oder Lucky Star sogar. Davon gehe ich jetzt aber einfach mal nicht aus. Und gehe lieber zu ihm hier rüber. Und hol mir den coolen Moonwalk down. Danke, danke. Michael Jackson wurde gedownt. We keep winning. GG's, war eine schöne Runde. War eine schöne Runde. Auch wenn wir, ehrlich gesagt, jetzt, you know, nicht so viel Value bekommen haben von drei unserer vier Perks. Ich meine, bitte mal immer. Es ist kein einziger Chen überhaupt gepoppt. Bloodwarden, not even close. Und Red Tree wurde leider nicht gefunden, beziehungsweise nicht gemacht. Aber ey, Starstruck Value war vorhanden. Bin ich happy mit und nehme ich mit Kusshand, mit Kusshand entgegen. Oh yeah. Und ansonsten hatten sie Weaving Spiders. I see. Head on. Mhm, interessant. Sprint Burst. Nice one. Zweimal made for this. Dann zwei Boons. Einmal Shadow Step und einmal Circle of Healing. Und einmal sogar jemanden, der wirklich gute Perks mit dabei hatte. Und zwar Distortion, Borrowed Time und Chemical Trap. Was wir wieder einmal nicht gesehen haben. Also, ja, okay. Ist auch verständlich. Der Time Progress war jetzt nicht allzu krass. Genauso wie euer Map Offering.